Hey ihr, da bin ich wieder. Ich war eben gerade einkaufen, dabei habe ich dann diese lustigen Ostereier-Anmalsachen gesehen. Und da nächste Woche ja schon Ostern ist, dachte ich mir, wäre doch eine tolle Idee davon, ein Video zu machen, wie ich meine Küche versau und ein paar Eier dabei anmal. Gucken wir mal. So, einmal habe ich hier so ein stinknormales Eier-Anmal-Set-Ding, was glaube ich jeder von uns noch aus der Kindheit kennt. Ja, ganz einfach, hoffe ich. Dann auch hier sowas mit einem Zauberstift drin. Angeblich kann man mit dem Stift die Farbe von den Eiern wieder wegmachen. Klingt ganz interessant. So, zum Schluss haben wir noch etwas, das sich Shake It nennt. Da muss man die Eier in einen Becher tun, schütteln und danach sollen die dann schön aussehen. Laut der Verpackung zumindest. Ihr könnt mich für altmodisch halten, aber ich finde, die einzigen Eier, die geschüttelt werden sollen, sind Überraschungseier. Irgendwie traue ich den ganzen Braten hier noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Ob man die ganzen reinkippen muss, machen wir einfach mal. Nein! Egal. Ich würde sagen, noch ein bisschen umrühren. Ne? Jetzt kocht doch schon schneller. Aber nicht platzen. Bitte. Drehen. Dreh dich. Drehen, drehen, drehen. Drehen, drehen, drehen. Ich gucke gar nicht auf die Uhr. Okay. Naja, das habe ich mir irgendwie schöner vorgestellt. Kann man nichts machen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Bis auf die Stelle. So geht's. So, nachdem unsere Eier jetzt mehr oder weniger Farbe angenommen haben, brauchen wir jetzt noch unseren magischen Stift. Heißt so. Oh, es klappt. Es klappt, guck mal. Es klappt, oh mein Gott. Jetzt werdet ihr sehen, was für ein großer Künstler in mir steckt. Wenn das nicht toll aussieht, dann weiß ich ja auch nicht. Außer hier. So, jetzt kommen unsere Schütteleier. Mal sehen. Wir brauchen diesen Reis. Und dann etwas Farbe da reinmachen. 15 Tropfen. Ich habe jetzt einfach mal 20 oder 25 genommen. Soll ja schon werden. Drückt mir die Daumen. Oh, unglaublich. Ich bin das. Das hat funktioniert. Das sieht nicht mehr ganz so toll aus. So ihr, das war's mal wieder. So im Großen und Ganzen war es dann doch ganz lustig. Ja, nächste Woche ist Ostern. Vielleicht macht ihr auch das ein oder andere an Dekogramm. Lasst es mich wissen. Bis dahin. Also am coolsten sieht eigentlich noch meine Spüle aus.